herzliches Willkommen zum Auftakt der neunten Saison oder der neunten Spielzeit hier bei uns im Begegnungszentrum zur Spitze. Also es sind immerhin schon 8 Jahre, die wir hier mit Ihnen gemeinsam diesem gastlichen Haus Leben einhauchen. Und heute nun zum Beginn der Herbstsaison als die Überschrift der besondere Vortrag. Und dazu haben wir uns eben auch einen besonderen Annaberger eingeladen. Professor Gotthard B. Schicker ist nicht das erste Mal bei uns zu Gast. Und wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns gemeinsam in den Archiven stöberst und sozusagen nicht 500, wie viel Annaberger holst du da raus? 30. 130. Ja, ich habe jetzt 500 Jahre Annaberger. Ich dachte, 500 Annaberger würden wir ja jetzt sozusagen mehrere Teile heute hier abarbeiten. So, dann wünsche ich uns allen eine gute Geschichtsstunde und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns der Lehrer bist. Herzlichen Danke. Sehr verehrte Damen und Herren, ich versuche mal mit Mikrofon zu sprechen. Ich käme allerdings wahrscheinlich auch so über die Runden. Aber es ist vielleicht auch fürs Fernsehen besser, dass es dann besser übertragen wird. Natürlich könnten wir 500 Persönlichkeiten jetzt hier an die Wand werfen. Aber ich habe mich jetzt mal auf 30, so etwa auf 30 konzentriert. Und innerhalb der 500-jährigen Geschichte Annaberg und Buchholz. Allerdings muss ich sagen, der Schwerpunkt liegt auf Annaberg. In Buchholz solche Persönlichkeiten zu finden, die dieser Definition gerecht werden, ist schwierig. Aber es ist nicht unmöglich, deshalb werden auch dort und da einige auftauchen. Ich habe unter das erste Bild geschrieben eine Auswahl. Und die kann sich also nur drehen. Ich habe auch nur verschiedene, also damit meine ich Gestorbene, aufgenommen. Weil es ist schwierig, lebende Persönlichkeiten zu finden, die in diese Definition passen. Ich habe einfach mal die große Definition aus der Persönlichkeitstheorie, die ja eine Untergruppe der Soziologie, der Philosophie und der Kulturwissenschaft ist, habe ich einfach mal runtergebrochen auf eine einfache Definition, was man verstehen kann, was eine Persönlichkeit ausmacht. Also wichtig ist der starke individuelle Charakter oder die Eigenschaften des Charakters. Wichtig ist, dass über ein überdurchschnittliches Wissen und Können verfügt wird, das dann wiederum durch 1 und 2 besondere Leistungen hervorbringt. Hier liegt der Schwerpunkt auf besondere Leistungen. Und wesentlich ist, dass die Wirksamkeit dieser Persönlichkeit natürlich nicht nur im Lokalen und auch nicht nur im nationalen, möglichst auch im internationalen Rahmen eine Rolle spielt. Das Internationale müssen wir aber jetzt, da wir über lokale Persönlichkeiten hauptsächlich sprechen, etwas reduzieren. Es werden nur sehr wenige dabei sein, unter denen ich ausgewählt habe, die auch internationale Wirkung oder gar Rückwirkungen aus der Internationalität auf uns dann wiedergefunden haben. Nun werden Sie vielleicht staunen, dass ich hier unser Hammerhansel als ersten heranbringe. Das hat auch etwas mit Persönlichkeiten zu tun. Es gibt also auch den Begriff der Skurrilität. Auch skurrile Teile machen eine Persönlichkeit aus. Ganz zum Schluss, das kann ich Ihnen jetzt schon verraten, wird mein besonderer Freund der Abduschraum wieder auftauchen. Also auch das ist eine Persönlichkeit. Und wir wissen natürlich auch von negativen Persönlichkeiten in der Geschichte. Davon habe ich keinen an die Wand geworfen, weil es einfach in einer Seite Buch als keine negativen Persönlichkeiten gab und gibt. Was aber hier interessant ist, dass wir 24 Ehrenbürger haben auf der Liste unserer Annaberger Ehrenbürger. Der erste ist der Christian Heinrich Schumann, ja, eine Persönlichkeit. Allerdings ist hier zu bemerken, dass die Schumannstraße bei uns in Annaberg nichts mit Robert Schumann zu tun hat. Und jetzt hat man auch noch Robert Schumann davor gesetzt. Es handelt sich also um diesen Herrn Schumann. Ja, diesen Superintendenten und den Gründer unseres Lehrerseminars, nämlich den Christian Schumann. Und der letzte, also der bisher letzte,
Ehrenbürger ist unser Hammerhansel, etwas umstritten, ob er auf so eine Liste gehört. Wenn wir die Kriterien, die ich vorher an eine Persönlichkeit angelegt habe, hier zum Maßstab nehmen, muss es nicht unbedingt der Fall sein. Wir haben in Annaberg und Buchholz zusammen weit über 50 Persönlichkeiten, auf die dieser Begriff oder diese Definition von der Persönlichkeit zutreffend ist. Wir sprechen dort allerdings von Hiesigen, also Leute, die hier geboren wurden. Wir haben natürlich auch weit über 40 Persönlichkeiten, die hier nicht geboren wurden, aber Großes für die Stadt geleistet haben. Ja? Oder von außerhalb hereingekommen sind, wieder weggegangen sind, die also auch Wechselbürger waren. Das also dann die Uhiesigen sind. Ich fange also mit den Uhiesigen an. Leute, die nicht in Annaberg geboren wurden. Und da ist natürlich einer unserer Vergessensten, ich muss das mal so sagen, weil jede Stadt, die was auf sich hält, hat eigentlich den Stadtgründer im Mittelpunkt der Stadt oder irgendwo am zentralen Punkt. Das hatten wir auch mal. Dieses Denkmal war aus Sandstein, hinten am Zickzack-Promenade. Das ist dann irgendwie, Sandstein ist dann nun porös, ist kaputt gegangen. Ich bin als kleiner Junge, durfte ich noch da drauf rumtrampeln. Ich bin dann noch mit drüber geklettert über den umgefallenen Georg, der da hinten lag. Und nun denken manche Fremde, die auf den Markt kommen, haben sie mich schon gefragt, das ist ja toll, sagt man selten, dass eine Frau eine Stadt gegründet hat. Ich muss denen dann natürlich erklären, das ist unsere geliebte Barbara Uttmann und hat mit der Stadtgründung eigentlich nichts zu tun. Dorthin, wo der eigentlich gehört, wird jetzt eine neue Fläche angerichtet und wird dann demnächst eingeweiht als ein Platz unserer Partnerstadt. Also Georg der Bärtige ist insofern wichtig für die Stadt, nicht nur, weil er sie gegründet hat, sondern weil er auch einer der erkannten Reformatoren war. Er war natürlich tiefgläubiger Katholik, hatte aber reformatorische Gedanken. Die hat man erst in letzter Zeit entdeckt, auch in einem Briefwechsel, den er übrigens auch mit Luther geführt hat. Bis er dann zum richtigen Lutherhasser wurde und natürlich zum Hasser der Reformation und zum Hasser des Bauernkriegs und natürlich die Bauern bekämpft hat. Und das wissen wir alles. Die negativen Seiten des Georg des Bärtigen sind eigentlich bekannt und auch gut dokumentiert. Aber wir haben ihm auch reformatorische Gedanken innerhalb des Katholizismus zu verdanken, die nicht zu Ende geführt werden konnten. Was wir ihm in der Stadt zu verdanken haben, das ist klar, das ist die große Annenkirche. Und auch dort gibt es ein indirektes Dankeschön an ihn, nämlich dass er bis 1539 gelebt hat. Wäre er mit der Reformation in Buchholz, also 1524, schon gestorben, dann hätten wir vielleicht die wunderbaren Denkmäler in der Kirche, diese Altäre nicht mehr. Denn die Bilderstürmerei wäre vielleicht, das ist jetzt eine Spekulation von mir, nicht an dieser schönen Annenkirche im Inneren vorbeigegangen. So haben wir also viele der katholischen Altäre noch in der jetzt protestantischen Annenkirche und das haben wir im Grunde den späten Tod des Georg des Bärtigen zu verdanken, denn da hatte sich die Revolution, die Reformationswirren schon beruhigt. Und wir haben natürlich viele Renaissancebauten in der Stadt zu verdanken, von denen es heute nur noch sehr wenige gibt. Wenn ich mal von der Superintendentur absehe, neben der Annenkirche, wo man es noch deutlich sieht. Natürlich das Franziskanerkloster ist sein Verdienst. Wir haben die Lateinschule, die er stark mit unterstützt hat, gerade zu Beginn. Und wir haben aber auch die Stadtmauer, die er dann hat bauen lassen von Bauern, die er gefangen hat im Bauernkrieg. Ja? Und wenn wir schon von dem einen sprechen, dann müssen wir auch von dem anderen reden, der Buchholz errichtet hat, also Friedrich der Weise, auch ein überstrenger Katholik, der sich durchaus mit Georg dem Bärtigen diesbezüglich messen konnte. Er war noch stärker, was den Marienkult angeht. Von ihm weiß man, dass er auf den Besuchen von Palästina und dem Heiligen Land also Reliquien gesammelt hat. Er soll über 19.000 Reliquien bei sich gehabt haben. Ich weiß nicht, wer die gezählt hat, aber es müsste so in die Richtung gegangen sein. Es ist jedenfalls in allen Dokumenten
wird das immer wieder energisch hervorgehoben. Er hat in Buchholz als erstes die Münzstelle bauen lassen. Er hat also auch sehr viel dazu beigetragen, dass der Bauernkrieg aus seiner Sicht glimpflicher abgeht, dass man nicht in dieser energischen Weise, wie es Georg getan hat, mit den Bauern umgeht, sondern er hat sogar in seinen Schriften gesagt, man muss die Rechte der Bauern achten, denn sie haben nicht gänzlich Unrecht, was sie fordern. Ja? Er war also Dichter bei Thomas Münzer dran. Und er hat natürlich dann sich schützend vor Martin Luther gestellt. Er hat ihn auf die Wartburg gebracht, er hat ihm quasi das Exil dort gewährt. Aber er hat, obwohl er immer katholisch blieb, am Ende seines Lebens das Abendmahl in beiderlei Gestalt, also nach protestantischem Ritus, eingenommen. So, und wenn wir schon in der Stadt des Adam Ries sind, können wir nicht dran vorbeigehen, einmal zu sagen, dass er urhiesischer ist. Adam Ries ist also kein Annaberger. Ja, er ist in Staffelstein geboren. Das wissen übrigens sehr wenige. Viele denken, auch Fremde, die hierher kommen, dass der Adam Ries ein Annaberger ist. Das macht ja nicht. Er war ja wirklich lange hier und ist auch hier gestorben. Ich muss jetzt zu Adam Ries nichts Ausführliches sagen. Zumal es meine Doktrin ist, wegzukommen von dem, was wir eh schon wissen. Also die Stadt ist bekannt als Adam Ries Stadt. Adam Ries hat weithin gewirkt, das muss man nicht immer wieder betonen. Und die Stadt auch ist bekannt als Stadt der Barbara Uttmann. Aber dann kommt schon nichts mehr, wenn ich mal von Arthur Schwamm absehe. Also das sind die beiden Leute, die als Annaberger Persönlichkeiten gelten. Und ich möchte also heute etwas dazu beitragen, das ist alles noch zu Adam Ries, das habe ich mal aufgeschrieben, soll ich mal einen Vortrag vor nur unhiesigen Reden halten, dann werde ich das ausführlicher darbieten. Das ist aber, glaube ich, in dem Kreis hier nicht notwendig. Wer interessant ist, das ist der Rivius, der zwar in Attendorn geboren ist und dann in Meißen gestorben. Er hat sich sehr stark hier gekümmert um die Lateinschule. Er ist also einer derjenigen, der großen theologischen Humanisten, die in Annaberg gewirkt haben und in der Lateinschule, die sehr verkrustet war, zu bestimmten Zeiten, dort doch recht frischen Wind hineingebracht hat. Die Lateinschule ist sowieso ein extra Thema, also das muss ich noch betonen. Ich könnte natürlich zu jedem einzelnen dieser Figuren, die ich Ihnen zeige, eine Stunde Vortrag halten. Das will ich aber nicht, sonst kommen wir nicht in einer Stunde durch mit 30 Persönlichkeiten. Deshalb kann ich es nur antippen und wenn Interesse besteht, dann fragen Sie einfach im Anschluss meines Vortrags, dann können wir auf den Einzelnen eventuell noch eingehen. Ich habe auch den Hans Hesse hier bewusst hineingenommen, weil das ist einer, ich sag mal, so eine Brückenpersönlichkeit. Der hat in Annaberg gewirkt, ist zwar unsicher, es kommt von außerhalb, hat hier uns nicht nur den Bergaltar hier hinterlassen, also in der Angehörige, sondern er hat natürlich auch andere Altäre. In Buchholz drüben ist noch ein sehr schöner, wir haben in Zwickau Hans Hesse Bild. Also es gibt einiges von ihm. Aber Hans Hesse ist eben so eine Doppelfigur, der aufgrund der Reformationsgeschehnisse dann auch nach Buchholz rüber gegangen ist. Er flüchtete also teilweise aus Annaberg. Man sagt ihm einen Mord nach, auch ein angeblicher Hans Hesse. Ich habe herausgefunden, dass es eine Namensgleichheit gab, der sich etwas anders geschrieben hat. Also das ist alles noch nicht ganz klar ermittelt, ob es wirklich unser Hans Hesse der Maler, wie dort drin steht, im Omnibo geschrieben in den Dokumenten, ob er das wirklich war oder ob es nicht doch ein anderer Hans Hesse war. Ja? Der Mykenius ist ebenfalls insofern wichtig, weil er nicht nur große Dispute mit dem Johannes Tetzel hatte, der ja achtmal, Johannes Tetzel war achtmal in Annaberg, hat hier also fleißig gesammelt, nicht nur für den Petersdom in Rom,
sondern auch für die Annenkirche in Annaberg. Also es sind auch bestimmte Summen dort mit hineingeflossen. Er wurde ja in Annaberg gefangen, übrigens nicht in dem Tenzelhaus auf der Großen Kirchgasse, das ist Quatsch, das ist mittlerweile nachgewiesen, dass er also dort nicht gesessen hat, sondern wenn Tenzel hier war, dann war er im Kloster, war immer gut untergebracht. Wie überhaupt Georg der Pärtliche, aber auch Tenzel oder andere Leute der höheren Gemeinschaft im Kloster übernachtet haben. Ja? Aber der Vigilius ist insofern wichtig, weil er wirklich in Buchholz sehr kritische Predigten gehalten hat. Er hat in Annaberg damit versucht, das ging nicht klar, dann ist er 1424 nach Buchholz gegangen und hat dort drüben eine der ersten Reden gehalten und dann auch in unserem Kloster, als die Mönche im Grunde vertrieben waren. Hier kommen wir zu einem aus Buchholz. Gut, hier uhisig zu sagen, das ist ein bisschen befremdlich, weil er ist in Wolkenstein geboren, hat aber dann viele Jahre in Buchholz gelebt und er ist eigentlich unser, neben Christian Lehmann, ist er eigentlich der größte Chronist des Erzgebirges. Christian Melzer hat die Schneeberger Chronik geschrieben, er hat aber auch übers Erzgebirge hinaus, also ich meine jetzt über die Städte des Erzgebirges hinaus, chronistisch gearbeitet. Und er hat die Chronik von Buchholz geschrieben. Das ist eigentlich die einzige authentische Chronik, auf die man sich heute noch berufen kann und von der also sehr viele abgeschrieben haben, wenn es um Buchholz geht. Von Buchholz gibt es nicht viel Chronologisches oder Chronographisches. Und er ist beerdigt in der Katharinenkirche in Buchholz. Und hier unten habe ich einfach mal hingeschrieben, was auf seiner Grabplatte steht, weil sie ziemlich verwittert ist. Man kann sie kaum noch erkennen, hier ruht ein Gottesmann, der 46 Jahre das anbefohlene Werk des Herrn ausgerichtet, seit bergmännischer Mund rief von der Totenbahre, Schatz, Kinder, viel Glück auf, Buchholz vergiss mein nicht. Er hat Predigten in Mundart gehalten, also das, was Pfarrer Solka jetzt macht, ab und an, das hat er schon vor vielen hundert Jahren getan. Hier kommt endlich mal eine Frau. Außer Barbara Uthmann meint man ja, gab es keine Frauen in Annaberg. Es ist natürlich keine in Annaberg geborene, sondern sie ist auf der Burg Hauenstein in Böhmen geboren, ist Exulantin, kam hierher. Und die Geschichte um sie ist einer Verwechslung zum Opfer gefallen. Viele haben von jemandem abgeschrieben, wir wissen es noch nicht genau, wo immer wieder drin vorkommt, dass eine Sidonie von Hassenstein Annaberg im Dreißigjährigen Krieg gerettet hätte. Nein, es war diese Frau, Gräfin Elisabeth Schlick von Hauenstein. Es war aber auch eine Hassenstein hier, aber sie hat das nicht getan, weil wir wissen aus der Chronik des Ludwig Kleinhempel, die authentisch ist, dass so ist die Gräfin von Hauenstein dem Obersten entgegengegangen und hat vor die Stadt gebeten. Also darum gebetet, ja. Ist der Vertrag bei meinem Vetter Hans Auermann in seinem Haus vollzogen worden? Sind dabei gewesen der Oberste Holk und die Frau Gräfin und der Herr Apotheker Kaspar Schreiber und der Stadtschreiber und mein Vetter Hans Auermann? Dazu muss man wissen, dass die Gräfin von Hauenstein verwandt war sowohl mit Holk als auch mit anderen Offizieren der Großen Garde damals. Insofern fiel es ihr auch von daher leicht, diesen Leuten entgegenzukommen. Sie hat Geschmeide gesammelt, sie hat Geld gesammelt von der Annaberger Bevölkerung und hat das quasi am Stadttor übergeben. Und dadurch hat sie die Brandschatzung, so wie das in anderen Städten der Fall war, etwas verhindern können. Nicht ganz, denn es ist später dann nochmal passiert. Wer kennt den noch? Die Älteren unter uns, gibt es ja wenige, aber die müssen noch die Tafel kennen, die früher mal an der Trinitatiskirche, und zwar wenn man der Via Sacra, also dieser Straße, die zur Kirche hinführt, auf der linken Seite der Kirche stand eine runde Tafel, wo an Herrn
Adolf Ferdinand Duflot gedacht wurde. Ich habe es jetzt so ausgesprochen, wie es sein müsste. In Sachsen ist er natürlich Duflos. No? Adolf Ferdinand Duflos. Also so haben wir auch als Kinder zu ihm gesagt. Aber es ist richtig, es ist ein Franzose, der also hierher kam, nach Annaberg. Er ist Professor, er ist Doktor der Chemie gewesen. Er hat in Annaberg gelernt, beim Apotheker Hertel, auf dem Markt, hat dann wieder weiter studiert, Pharmazie, und er wird als Vater der Pharmazie international gehandelt. Es gibt also riesen interessante Schriften über diesen Mann in französischer Sprache. Auch in Englisch, aber hauptsächlich in Französisch. Also die Franzosen haben sich mit ihm sehr intensiv beschäftigt, weil er wirklich Großes geleistet hat. Und dieser Mann hat bis zu seinem Tod in Annaberg gelebt. Ziemlich vereinsamt. Er hat ein paar Vorträge gehalten im Erzhammer damals, das hieß der Museum. Er hat vor allen Dingen bei Bunsen gelernt. Ich weiß nicht, ob jemand noch Bunsen kennt. Den Bunsenbrenner kennen wir alle noch aus der Schule. Das war einer seiner Lehrer. Ja? Also ein Mann, den wir einfach nicht vergessen sollten, dass der Mann hier in Annaberg intensiv gewirkt hat, hier seine Lehre, seine Ausbildung genossen hat und als alter Mann wieder zurückkam und auch viele Schriften hier verfasst hat. Natürlich in seiner Muttersprache, in Französisch, aber sind auch einige übersetzt worden. Also um den ist es schade, dass wir ihn derart vergessen haben und diese Tafel an der Trinitatiskirche quasi mit Füßen getreten haben. Sie ist zersprungen, sie ist kaputt, sie ist nicht mehr auffindbar. So, da wir gerade beim Altertumsmuseum waren, wo Duflot Reden gehalten hat, Emil Fink müsste bekannt sein. Der große Verdienste, obwohl er aus Mügeln kommt, das ist ja auch nicht weit von hier, in Annaberg gestorben ist. Er ist also, so kann man ruhig sagen, der Begründer unserer Altertumsgeschichte. Er ist derjenige, der also dort wirklich das Erzgebirgsmuseum, das Altertumsmuseum, aus der Taufe gehoben hat, aufgrund seiner Leidenschaft, dort also bestimmte Altertümer zu sammeln, zusammenzutragen, sie zu bewahren, zu konservieren, also einen Konservierungsstab um sich zu bilden. Das war ja erst auf dem Boden des Rathauses. Ich begrüße Bürgermeister Brosch, weil wir gerade vom Rathaus sprechen, passt das? und dort hat er also zuerst diese Altertümer gelagert. Und dann kam es dazu, dass also dieses Haus dort unten frei wurde, was wir alle heute als Museum kennen. Über die Geschichte des Hauses könnte man auch ganz ausführlich sprechen, was dort alles auch mit Barbara Othmann im Zusammenhang mit der Sparkasse und so weiter zu erzählen wäre. Aber das würde heute viel zu weit führen. Ich will das nur anreißen. Von den 30 sind wir, glaube ich, jetzt bei Nummer 5 oder 6. Ich habe es nicht so genau gezählt. Dieser Karl Gottlob Grübel, auch ein Uhiesicher. Ich spreche also immer noch über die Uhiesicher, also die, die nicht in Annaberg geboren wurden, sondern nur für Annaberg Großes geleistet haben. War Sohn eines Buchhändlers, aber war ein Kaufmann und hatte auch Teile der Gasanstalt, also der damaligen Gasanstalt, unter sich, die übrigens nicht dort steht, wo Sie sie vielleicht noch kennen, auf der Talschau, wie das da unten heißt, sondern sie stand dort, oder Teile davon, wo heute das Annaberger Theater steht. Und das hat er auf seine Kosten im Grunde freigegeben. Er hat auch den Felsen dort sprengen lassen. Er hat also auch Geld gesammelt. Er hat die Theatergesellschaft, die erste Theatergesellschaft, gegründet. Dieser Karl Gottlob Grübel hat den Theaterbauverein dann gegründet. Dadurch war also die Sammlung möglich. Viele jüdische Bürger Annabergs haben dort Geld mit hineingesteckt, nicht nur ins Stadtbad, sondern auch in dieses Theater. Und so konnte dann also am 2. April 1893 dieses Theater eröffnet werden mit einem ganz bekannten Schauspieler, der sich ganz lobend über Annaberg geäußert hat, Eduard von Winterstein. Ja, Eduard von Winterstein, ich war in Annaberg wie neu geboren, war ein ganz anderer Mensch geworden. In diesem kleinen Städtchen war ich erst wirklich zum Schauspieler geworden. So wurde die Annaberger Zeit einer der schönsten in meinem Beruf. So schreibt er in seiner Autobiografie, und das ist nur ein kleiner Satz über Annaberg. In seiner Autobiografie schwärmt er von dieser Stadt.
Also da wundert man sich manchmal, wie er zu diesem Schwan kommt. Aber das war, wie gesagt, 1893. Und insofern ist der Eduard von Winterstein irgendwo zum Annaberger geworden, zumal er noch eine Annabergerin geheiratet hat. Und standesgemäß hat er natürlich nicht in Annaberg geheiratet, sondern auf der Wartburg. Das ist eben kaum höher und besser. Aber wie das eben so ist, die Ehe hielt nur 3 Jahre. Und dann hat er sich eine neue Schauspielerin aus Annaberg genommen und ist dann die große Tour gegangen, also nach Berlin ans Deutsche Theater, hat seine Filmrollen. Und von daher kennen wir ja Eduard von Winterstein sehr stark. Natürlich hat er in unserem Theater die erste Rolle gespielt, die erste Hauptrolle, den Egmont. Da war er ganz junger Kerl. Ja. Und er kam immer mal wieder nach Annaberg. Er war, glaube ich, als, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber zum 75. Geburtstag des Annaberger Theaters saß er auf der ersten Reihe. Können Sie sich noch mal nicht daran erinnern? Und man hat ihn da aufgefordert, noch mal den Egmont-Monolog zu sprechen. Das hat er auch dann abgelehnt, aber wir waren alle froh, dass er da war. So, das waren also die Uhisichen. Und jetzt können wir zu denen, die in Annaberg geboren wurden. Ich muss bloß zwischendurch mal auf der Uhr gucken. Brauchst du nicht. Ach, das ist ja. Ja, wir haben schon Zeit. So, als erstes, und ich glaube auf Hinblick auf 2017, ist es vielleicht ganz interessant, dass wir uns wieder stärker mit unseren Reformatoren beschäftigen, die hier in Annaberg geboren wurden. Wer weiß schon, dass Sakerius, der nur ein kleines Bildchen oben im Erzgebirgsmuseum hat, fast wie in einer Dunkelkammer liegt, das dort. Ich habe mit Herrn Blaschke schon drüber gesprochen. Herr Blaschke ist übrigens ein hervorragender Museumsdirektor, der sehr aufgeschlossen solchen Dingen gegenüber ist, übrigens Uhisicher, aber er kümmert sich da ganz stark drum. Und wir werden, denke ich, diesen Erasmus Sakerius ins rechte Licht rücken. Ich glaube, der braucht eine größere Aufmerksamkeit, denn er gehört mit zu unseren größten Reformatoren, die in Annaberg geboren wurden, die Kontakt zu Luther hatten, die sich sehr stark und sehr gut mit Melanchthon verstanden, ja, und der auch sehr vieles in seinen Schriften dafür getan hat, dass die Reformation in relativ friedlichen Bahnen ablief. Dafür ist also Sakerius bekannt. Wir haben dann den Hiob Magdeburg. Hiob Magdeburg ist nicht so sehr von seinen reformatorischen Schriften bekannt, also Insider wissen das natürlich, dass er ein großer Theologe war, reformatorischer Theologe. Er ist vielmehr bekannt wegen seines großen kartografischen Werkes. Er hat also Sachsen kartografiert, er hat es also aufgezeichnet. Also in sehr früher Zeit hat man einen Überblick erhalten über das meißnische Land, wie es damals hieß. Ja? Und der Gabriel Zwilling, der sich Didymus nannte, das war damals so üblich, man hat natürlich latinisierte Namen auch gerne benutzt, wir kommen dann gleich später noch zu einem, war ein intensiver Mitschreiber von Martin Luther, also auch einer, den wir zumindest einen Platz in unserem Gedächtnis einräumen sollten oder natürlich im aktiven Gedächtnis im Museum oder wenn wir dann 2017 der Reformation intensiver gedenken, dass man diese Leute einfach mit eingedenkt. Es sind Annaberger, die sind hier geboren. Leute, wenn eine andere Stadt solche Leute hätte, was glauben Sie, wie die damit umgehen würden? Zur Babylonmann sage ich heute nichts weiter, weil ich zu Adam Ries auch nichts gesagt habe. Wir sind die Stadt von Babylonmann und Adam Ries. Das ist klar, wobei bei Barbara Uttmann ist es ja immer noch nicht klar, ob sie nicht doch eine Uhisische ist. Weil man hat den Streit ja zwischen Elterlein und Annaberg noch nicht beigelegt. Ja, und die Elterlein haben ihr Denkmal auf dem Markt und schreiben die Uttmann auch nicht mit TH, sondern mit 2T, um sich auch dadurch zu unterscheiden. Aber ich denke, das ist ein historischer Spaß. Ich glaube schon, aus meiner ganz persönlichen Sicht, dass es doch eine Frau ist, die in Annaberg geboren wurde. Natürlich könnte man auch sagen, nee, sie wurde verschleppt aus Elternland als ganz kleines Mädchen und ist dann hier in Annaberg aufgewachsen. Ja. Aber dieser Mann ist fremd, ich denke, für uns alle.
und es ist der Lehrer Goethes oder einer der Lehrer von Johann Wolfgang Goethe. Ein Annaberger. Ist hier geboren, weiß kaum jemand. Aber Goethe bezieht sich auf ihn. In Dichtung und Wahrheit, also in der Autobiografie des Johann Wolfgang Goethe, bezieht er sich auf seinen Lehrer. Natürlich zunächst in heiterer Form. Diese Burschen waren damals, also er und andere, waren gerade in der Pubertät und haben den also arg verspottet, diesen Clodius, der auch noch Klöte hieß. Also er hat sich Clodius genannt in der Latinisierung und hieß eigentlich Klöte, aber er hatte einen Dichtungsstil, einen sehr barocken Dichtungsstil sich beibehalten, der mit den modernen Auffassungen eines Goethe, eines Wiedemann und wie sie alle hießen damals, nicht mehr so korrespondierte. Und deshalb haben die den also angezählt. Das wäre ein extra Thema, über den könnte man auch eine ganze Stunde sprechen, im Verhältnis zu Goethe und wie sie ihn gefoppt haben, wie sie sich gegenseitig dann wieder vertragen haben und so. Also eine ganz spannende Geschichte des Annabergers, der also der Lehrer von Johann Wolfgang Goethe war. Gottfried Arnold steht jetzt schon etwas stärker im Blickpunkt. Da muss ich Herrn Plaschke ebenfalls danken, denn er hat sich darum bemüht. Ich glaube, vor einem Jahr war es, diesen Christophorus Irenaeus, wie er sich latisiert nannte, stärker ins Gespräch zu bringen. Er war immer etwas zurückgedrängt, und zwar von den Protestanten selbst. Weil er zu einer Zeit die unparteiischen Kirchen- und Ketzerhistorie herausgebracht, wo er sich damit auseinandersetzt, mit dem schon wieder aufblühenden, wie er es nennt, papstischen Verhalten. Also es gab schon wieder unter den Protestanten Anzeichen der Völlerei, der Sittenlosigkeit. Nun muss man sehen, er kam aus der Richtung des Pietismus. Er hatte also die strenge protestantische Art, die er durchsetzen wollte, und ihm passte gar nicht, dass da schon wieder einige sich benahmen wie frühere katholische Priester, ja, die sich ja gerade durch die Reformation beseitigt haben wollten. Und deshalb war er bei vielen Protestanten und Theologen unbeliebt, weil er einfach die Wahrheit sagte. Und deshalb ist es wert, dass der in Annaberg geborene Gottfried Arnold stärker ins Gespräch gebracht werden muss, insbesondere im 2017 sollte man auch an solche Renegaden innerhalb der protestantischen Kirche erinnern. Paul Jenisch, eigentlich Jenisius nennt er sich auch, latinisiert. Ich habe mal dort unten die drei Schreibweisen hingeschrieben, wie er sich nennt und was er war. Er hat also in Annaberg die Schule besucht, ist hier geboren, ist klar, hat dann in Leipzig weiter studiert und war auch zeitweilig Rektor unserer Lateinschule. Erst war er Lehrer dort, dann später war er Rektor, aber wo er besonders herausragt, ist natürlich auch die Annaberger Chronik geschrieben. Er ist also derjenige, auf den sich alle im Grunde, alle folgenden Chronisten berufen. Ja? Ich weiß jetzt, 1605 hat er also diese Chronik geschrieben. Ich habe sie auch zu Hause, es ist wirklich lesenswert. Sie gibt es als Faksimile-Druck. Wer Interesse hat an Annaberger Geschichte, an der Urgeschichte, will ich mal sagen, der sollte sich dieses Faksimile besorgen. Es ist wirklich eine ganz lesenswerte Chronik von unserem Paul Jenisch oder Paul Jenisius. So heißt er auch, eine Straße in Annaberg, die ist sogar richtig geschrieben. So, zu Christian Felix Weise halte ich mich jetzt auch zurück, weil Sie wissen, ich habe über eine Stunde alleine zu diesem Mann mal hier vor Ihnen gesprochen. Wer sich daran vielleicht nicht mehr erinnern kann oder damals nicht da war, er ist unser größter Literat, den Annaberg hervorgebracht hat, der aber auch, wie ich eingangs sagte, ganz am Anfang, in diese Persönlichkeitsdefinition durchaus hineinpasst. Er hat nicht nur national, sondern auch internationale Wirkung erzielt. Er ist derjenige, dem wir es zu verdanken haben, dass die Jugendschriftstellerei in dieser Weise dann weitergelebt hat. Er hat quasi die Jugend- und Kinderliteratur befördert. Aber was er auch gemacht hat und was immer wieder vergessen wird, ist, wir hätten die
die Operette, das Musical, das Singspiel nicht in dieser Weise, wie wir es heute vorfinden, vielleicht hätte es jemand anders dann eingeschleppt, aber es war Felix Weise, der in Frankreich, in Paris mit Aufklärern zusammengetroffen ist und sich dort also beschäftigt hat mit dem französischen Singspiel und hat das quasi nach Deutschland gebracht und hat mit Adam Hiller zusammen quasi die Operette aus der Taufe gehoben. Also unser Musical geht eigentlich zurück auf diesen Mann aus Annaberg. Ganz vergessen, und ich wiederhole das jetzt nicht, weil ich weiß, dass man daran arbeitet, dass die Straße endlich richtig geschrieben wird, nämlich mit SZ und nicht mit S. Aber wir haben Geduld und das wird alles gut. Hier musste ich am Block arbeiten, weil zu jedem Einzelnen der Eisenstucks könnte man auch wieder eine Stunde reden. Das sind bedeutende Leute, nicht so sehr der Annaberger Geistesgeschichte, sondern eher des Annaberger Unternehmertums. Man müsste jetzt zu jedem Eisen, könnte man sagen, dass natürlich der reiche Eisenstuck sehr stark mit der Post, aber nicht nur mit der Annaberger, sondern mit der gesamten sächsischen Post in Verbindung gebracht werden muss. Dort gibt es auch enge Beziehungen von Touren und Taxis, ja, die ja die Post quasi in Deutschland aus der Taufe gehoben haben. Wir haben dann bei dem Christian Gottlieb, dem verdanken wir eigentlich das Bier, dass das massenhaft auch ins Erzgebirge kam. Ob das gut war, weiß ich nicht, denn er hat dafür gesorgt, dass über die Aktienbrauereien, die kleinen Brauereien auch im Erzgebirge kaputt gemacht wurden. Aber das war nun mal unternehmerisches Verhalten, das hat ihn vorwärts gebracht. Aber nicht nur das, er war hervorragender Vizepräsident des Sächsischen Landtags, hat dort sehr viel auch für die Stadt Annaberg getan zu seiner Zeit. Ja, unter anderem hat sich dann hier der Jakob hat sich dann mit Textilwaren beschäftigt, also mit Spinnereiwesen und so weiter. Aber wie gesagt, das jetzt nur angetippt, wenn der Bedarf besteht, ich kann dann zu jedem Einzelnen noch ausführlicher, vielleicht zum anderen Zeitpunkt mal sprechen. Diese drei Herren kann man auch jetzt hier nur im Komplex behandeln, weil, wie Sie wissen, ich habe zu den beiden, also Heinrich und Rudolf Kösselitz, ausführlich gesprochen. Ich glaube, wir haben zwei Nachmittage dazu gemacht. Für die, die nicht da waren, will ich nur mal ganz kurz sagen. Der Hermann Kösselitz ist der Vater von beiden, der Linke, war Stadtrat, war Vizebürgermeister, war Landtagsabgeordneter und Seitenfärber. Hier oben, wo jetzt der Kösselitzplatz ist. Ja, und er ist Ehrenbürger von Annaberg. Und seine beiden Söhne, er hat drei Söhne gehabt und fünf Töchter. Der älteste Sohn, der spielt nicht so die Rolle, das ist der Theodor. Der ist dann nach Zwickau gegangen, hat Teile der Färberei von seinem Vater mit nach Zwickau genommen, hat dann später auch dort Kombinaschenfabrik aufgebaut. Der Rudolf Kösselitz, der ganz rechte, ist der jüngste von den drei Brüdern. Der ist dann nach München gegangen, ist ein berühmter Maler geworden, hat die Aquarelltechnik in Deutschland wieder eingeführt, hat viel in Italien gearbeitet, also das ist ein extra Thema, was wir... Er hat natürlich die Illustration zu unserem Heiligkornlied gemacht, von der Amalie van Elterlein. Das ist auch er gewesen. Der wichtigste ist eigentlich der Heinrich Kösselitz, der Peter Gast in der Mitte. Der war also Schriftsteller, der hat das Archiv von Nietzsche betreut, er war der Freund von Nietzsche, er hat an Nietzsches Seite alle Werke von Friedrich Nietzsche bearbeitet und nicht nur korrigiert, sondern auch redigiert, er hat richtig eingegriffen in die Werke und er war Komponist. Sie wissen, 2013 haben wir die Oper Der Löwe von Venedig hier aufgeführt, dankenswerterweise im Annaberger Theater. Es ist jetzt wieder etwas in Vorbereitung, wahrscheinlich eine Welturaufführung, über die ich noch nicht sprechen darf. Auch Sie werden sich freuen, in übernächsten Spielzeiten wird da bestimmt was kommen, wo wir alle überrascht sein können, denn der Mann hat mehrere Opern geschrieben und nur eine ist einmal veröffentlicht worden. Das war Der Löwe von Venedig, in Danzig, in Chemnitz und in Annaberg. Und die anderen Opern sind noch nie aufgeführt worden. Wobei es liegen nur noch zwei vollständig vor, das andere sind Fragmente. Aber eine von denen, hoffe ich, werden wir hier über die Bühne bringen und Sie werden staunen. Denn der Mann
war noch viel mehr mit Annaberg verbunden. Er ist dann, als er wieder zurückkam, von seinen großen Schwierigkeiten mit der Förster Nietzsche, also der Schwester von Friedrich Nietzsche, die ja dann das Archiv an sich gerissen hat in Weimar. Als er dann wieder nach Annaberg kam, hat er sich mit der Annaberger Sprache, also mit der Mundart in Annaberg beschäftigt und hat dafür gesorgt, dass sie möglichst rein bleibe. Dass also die Mundart rein bleibt. Und er hat selbst Gedichte geschrieben und hat kleine Heftchen herausgegeben, die heute keiner mehr kennt. Wir werden aber Heinrich Kösselitz oder Peter Gass insofern ehren am 28. Oktober. Wer möchte, bitte kommen Sie in Erzhammer. Wir werden dort Lieder aufführen von Peter Gast, die noch nie gehört wurden in Deutschland. Wir werden zum ersten Mal zwei Lieder von Friedrich Nietzsche, der Nietzsche hat auch komponiert, zu Gehör bringen und werden von Richard Wagner etwas zeigen, weil die drei, Wagner, Nietzsche und Peter Gast, das waren ja die ewigen Kämpfer, ja, erst gegeneinander oder erst miteinander, dann gegeneinander. Und in dem Zusammenhang darf ich die Unverschämtheit besitzen und einfach darauf aufmerksam machen, dass ich von der Stadt den Auftrag bekommen habe, und da bin ich sehr froh und stolz darauf, eine Familienbiografie anzufertigen, die den Namen tragen wird als Arbeitstitel Familie Kösselitz, Weltbürger aus Annaberg. Ich werde dort also versuchen, die gesamte Geschichte der Kösselitz, die beginnt in Polen in Kosselice, Kösselitz, Kosselice, über Stettin, Tschechien, rüber nach Wittenberg, über Leipzig nach Annaberg gehen, sich hier festsetzt, von hier aus Wirkungen international geführt hat, national sowieso, und eine hochinteressante Geschichte. Wir werden an den Hof der Katharina von Russland kommen, weil nämlich auch dort Kösselitze zugange waren. Es wird also eine ganz spannende Geschichte, die ihr Zentrum natürlich dann hier in Annaberg haben wird. Aber dazu brauchen wir Geld, um überhaupt dieses Ding herauszubringen. Sie wissen, die Druckkosten sind nicht billiger geworden, im Gegenteil. Und die Fotokosten, was man alles so in den Archiven machen wird. Und deshalb habe ich das einfach mal hier an die Wand geworfen. Und da ich weiß, dass es auch über den Sender geht, kann man sich dann die Kontonummer abschreiben und sowohl mit kleinen Summen oder mit größeren dazu beitragen, dass es ein ansehnliches Werk wird. Jetzt haben wir hier den Karl Friedrich Claus, der sich selbst nicht als Künstler bezeichnet. Und das ist auch gut so. Wer ihn als Künstler sehen möchte, soll das tun. Er war in erster Linie ein Denker. Ein Denker, der autodidaktisch sich die Welt erklärt hat oder versucht hat, es zu tun und dazu viele Partner gefunden hat. Und er hat versucht, die Welt, wie sie auf ihn kam oder wie er sie sich organisiert hat, ob in der Begegnung mit Menschen, auf dem Marktplatz, oder in Begegnungen in Briefen, oder auf dem Böllberg, wenn er die Butterfässer angeschrien hat und dort Reflexionen bekam. Er hat diese Welt dann in Zeichnungen, in Grafiken interpretiert. Und so sind viele Werke entstanden. Und wenn es die Welt widerspiegelt, und wenn es einen Sinn gibt, was da widerspiegelt, und wenn das wieder in neue Dimensionen hineinreicht, dann kann man durchaus Kunst dazu sagen. Aber er war so bescheiden und gesagt, nee, Künstler bin ich nicht. Seine Werke hängen im Bundestag. Ist übrigens der einzige ostdeutsche Künstler, der dort hängt, Karl Friedrich Claus aus Annaberg. Ehrenbürger der Stadt. Und Karl Friedrich Claus hat nicht nur gedacht, geschrieben und an Weltverbesserungen sich versucht, zumindest gedanklich, sondern er hat auch wunderschöne Fotografien gemacht, die gar nicht so bekannt sind. Ich hatte die Gelegenheit, im Archiv in Chemnitz, was von der Frau Milde verwaltet wird, sehr gut verwaltet wird, die ja mal hier die Annaberger Galerie leitete, wo jetzt ein Schuhgeschäft drin ist, und dort habe ich die Fotos mal einsehen können. Und da kam ich auf die Idee, mein Gott, du hast doch zu Hause auch noch Fotos. Ich wohnte doch im Haus, wo Karl Friedrich Claus unten den Bilderladen hat. Könnt ihr euch daran erinnern? Wenn man reinging auf der Thälmannstraße, hieß die damals, 21, Buchholzer Straße 21, war links Lemmel der Seifenladen und rechts war der Bilderladen von Claus. Und dort unten hatte ich Schulanfang 1953 und wir hatten kein Fotoapparat, aber wir wollten natürlich gerne den Schulanfang festhalten. Dass meine Mutter runtergegangen zu Clausens
Er hat gesagt, Mensch, könnt ihr nicht mal was machen? Und da kam der Karl Friedrich Klaus zu uns hoch in die Mansardenwohnung und hat also dort, hier unten, der in dem Matrosengraben war ich damals, das ist mein Bruder und der in der Mitte ist Karl Friedrich Klaus, mit einem Selbstauslöser fotografiert. Er hat aber noch andere Fotos gemacht, die ganz wunderbar sind. Und damals, an diesen Fotos sieht man schon, dass er versuchte, in die Kunstfotografie zu gehen. Diese Schwarz-Weiß-Tönungen, diese Schattenbildungen findet man auf diesen Fotos ganz stark und noch stärker in seinen Landschaftsfotografien. Also es würde sich lohnen, in Annaberg mal eine Ausstellung zu machen, nur mit den Fotografien von Karl Friedrich Klaus. Ich glaube, dann kommt er uns näher, dieser so fremde Mensch, den wir eigentlich nicht verstehen. Übrigens, und nochmal zu Karl Friedrich Klaus. Nee, das schalte ich nochmal weg, das ist auch zu schön. Zu Karl Friedrich Klaus noch einen Satz dazu zu sagen. Karl Friedrich Klaus zu verstehen, heißt wirklich, sich mit ihm intensiv zu beschäftigen. Es nützt ganz wenig, wenn man Kindern, Schülern sagt, malt mal so wie Karl Friedrich Klaus. Das macht man ab und zu. Das ist aber eine falsche Herangehensweise an Karl Friedrich Klaus. Ich glaube eher, dass man sich mit seinen Ideen, mit seinen Gedanken beschäftigen sollte und die Methoden, die er angewandt hat, um zu Grafik zu kommen. Das sollte man den Kindern beibringen. Ja, und nicht einfach abmalen, nachmachen. So, und jetzt kommen wir, Sie wissen schon, zum Höhepunkt des Abends, des Nachmittags. Und ich habe wirklich nur noch 5 Minuten Zeit, dann ist eine Stunde um. Und ich muss es sagen, Arthur Schramm gehört zu den Persönlichkeiten dieser Stadt, ob Sie wollen oder nicht. Ja, er ist nicht nur der... Das habe ich ja hier in einem ganzen Vortrag über eine Stunde versucht klarzumachen. Er ist nicht nur der, der die blöden Verse da geschrieben hat. Die sind nicht von ihm erfunden. Die wurden ihm in den Mund gelegt und unter Alkohol oder was auch immer. Ja, es wird Alkohol gewesen sein, die anderen Rauschmittel gab es ja so stark damals noch nicht. Hat er die also wieder von sich gegeben. Nun glaubte man also, das ist von Arthur Schramm. Nein, nirgendwo, und das kann ich beweisen, Arthur Schramm hat alles aufgezeichnet, was von ihm stammt. Es wurde gefunden, Dietmar Lang war dort sehr engagiert. Sie kennen sich vielleicht an den Vortrag erinnern, wo ich mit Dietmar Lang hier zusammen das gemacht habe. Der hat das alles aufgeräumt und so weiter. Nirgendwo finden sich solche Sprüche bei Arthur Schramm. Es finden sich kuriose Sachen, die er gesammelt hat, die er aufgeschrieben hat, wo wir auch nachweisen können, aha, das ist von Goethe, das ist von Schiller abgeschrieben, das ist ein bisschen verändert und so. Das kann man alles machen, aber nicht diese Sprüche. Aber was er gemacht hat, er hat wirklich ganz interessante Gedichte geschrieben, die auch ziemlich unbekannt sind und dabei am Ende sind. Und da es bald herbstet, habe ich ein Gedicht von Arthur Schramm zum Abschluss hier. Herbstsonne nennt das. O wunderbare goldene Sonne, verklärst die bunte Welt, tauchst alles in Licht und Wonne, wo immer dein Strahl auch hinfällt. In deinem Schein blühen die Blätter der Bäume symphonisch in Gold, noch ehe im Herbst Sturm und Wetter das falbe Gold erdenwärts rollt. Das ist auch die Zeit, wo die Dämmerung Gesichte und Wünsche ruft wach. Manch Liebe und Leiterinnerung in unseren Seelen klingt nach. Wie draußen der Sonne Licht funkeln, verklärt mild das Sterben den Schmerz. So auch in unseres Herbstes Dunkeln kommt Sonnenglanz uns wieder ins Herz. Zum Schluss also nach meinem Vortrag über 30 und mehr Persönlichkeiten aus 500 Jahren Annaberger und Buchholzer Geschichte, wollte ich natürlich einen kleinen Ausblick liefern. Denn nur das so im Raum stehen zu lassen, scheint mir zu wenig zu sein. Wir können also davon ausgehen, dass Annaberg nach wie vor ein großes intellektuelles Potenzial an historischen Persönlichkeiten besitzt. Neben Adam Ries und Barbara Rothmann. Ich betone das immer wieder. Es geht nicht gegen Adam Ries und Barbara Rothmann, sondern mit ihnen, aber eben nicht mehr länger ohne der anderen. Wir müssen sie der Vergessenheit entreißen
weil in ihnen steckt ein unglaubliches Potenzial, was wir entdecken müssen, was wir natürlich noch untersuchen müssen, analysieren müssen. Nicht jeder ist geeignet. Sie haben das hier schon gemerkt, es ist ja schon eine Vorauswahl getroffen. Wir müssen da noch genauer hinschauen, was eignet sich. Es muss stärker in die regionale Bildungsarbeit einbezogen werden. Es ist doch nicht günstig, wenn unsere Schüler und Studenten, also Studenten haben wir ja wirklich, aber Schüler, Berufsschüler, einfach nichts über ihre Annaberger Persönlichkeiten wissen. Wenn sie nur den Namen Arthur Schramm hören und laut auflachen, das war's dann. Und wir können durchaus mit diesen Persönlichkeiten, natürlich mit der entsprechenden Auswahl dann, für die Image, zur Imageprägung der Stadt beitragen. Ich glaube schon, dass wir, ich bleibe jetzt mal bei dem, was mir zurzeit am nächsten ist, dass wir mit dem Kösselitz-Projekt durchaus nationale und auch internationale Wirkung erzielen können. Denn Nietzsche und Peter Gast, wie die ein Duo waren, ein Lebensduo waren, die haben ja gewirkt in die Schweiz, nach Frankreich, nach Italien, die haben ja beide lange Zeit in Venedig gelebt und in vielen anderen Richtungen. Aber wer weiß denn schon, wer dieser Gast war, dieser Peter Gast oder Kösselitz? Dass der in Annaberg geboren wurde, dass der so und so viel geschrieben hat, was ich nicht wiederhole mich jetzt, gemacht hat, das muss einfach bekannter gemacht werden. Weil ich der Meinung bin, dass die Beschäftigung mit unseren Persönlichkeiten nicht nur für bestimmte Richtungen Vorbildwirkung haben könnte, sondern weil auch eine weitere Identifikation mit unserer Stadt und damit mit unserer Heimat einhergehen könnte. Und dafür lohnt es sich. Und ich danke Ihnen. Dass, wenn wir uns mit dieser Geschichte, mit diesen Personen, mit diesen Menschen, die halt hier gelebt haben, wenn wir mit ihnen mehr zusammenkommen, sag ich mal, wenn wir mit ihnen mehr zusammenkommen, dann wächst auch noch einmal der Stolz auf unsere Heimat, einfach hier zu sein. Und das hast du uns so gut erklärt heute Nachmittag über Gotthard, sage ich, weil wir uns ja schon so lange kennen. Und ich möchte noch eines hinzufügen. Wir haben ja viele Historiker dieser Stadt, Heimatforscher, die alle viel wissen. Aber wir haben im Professor Schicker haben wir jetzt eine Person, die das nicht nur erforscht, sondern der es auch gelingt, uns das per Wort nahezubringen. Habe ich da recht? Ja, gut. Das wollte ich gerne noch mal hören. Das ist das Besondere. Und dann wollte ich noch meine Freude zum Ausdruck bringen, dass du dich mit dem Museumsdirektor sehr gut verstehst, weil das ja auch ganz wichtig ist für die Arbeit von euch, die ihr diese Stadt auf diese Weise bekannt machen wollt. Diese Sonnenblume, ist das so weg? Ja, so, ja. Bitte? Und eine Flasche Wein. Ach so, bist du. Herzlichen Dank, lieber Gotthard Schicker. Und wir laden Sie wieder ein am 16. September unser Gast zu sein, dann heißt es hier, mein Liebeslied soll einmal zu sein. Ja, das können wir ja gleich jetzt weitermachen, ist ja auch Sänger. Alles Gute und kommt gut nach Hause. Und 28. Oktober, genau. Erzhammer, Peter zu Gast bei Peter Gast heißt er. Ja, Dankeschön. Die Büchse heute, die widmen wir natürlich dem neuen Projekt von Herrn Schicker, oder? Dem Kösewitz-Projekt. Darf man das machen? Ja. Ja, gut. Er spendet es ja sonst immer für die Spitze. Aber heute. Alles eine gute Idee. Also für das Kösewitz.